Zweitens, wir haben vergessen, die Videokassette zurückzuspulen. Das macht dann 2 Mark. Diesen Satz hörte man in den 90er Jahren sehr, sehr oft. Er gehörte einfach dazu, zu den 90ern, wie der dritte WM-Titel für Deutschland, wie Steve Urkel, wie Gameboy oder auch Scooter. Und damit herzlich willkommen, liebe Närrinnen und Narren hier in der Stadthalle zu Oelsnitz. Wir freuen uns, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt und hoffen, gemeinsam ein paar schöne Stunden miteinander zu verbringen. Wir werden uns heute Abend beschäftigen mit dem Jahrzehnt vor der Jahrtausendwende, denn unsere neue Saison steht unter dem Motto Titanic Techno Tic Tac Toe. Die OCV macht eine 90er Show. Wir werden zurückblicken in diese Dekade. Wir werden schauen in die Medienlandschaft. Was kam raus aus den Röhrenfernsehgeräten? Wir werden uns anschauen den Tanztempel der Region und natürlich auch die Stars und Sternchen der Branche in diesem Jahrzehnt. Werden wir genauer unter die Lupe nehmen. Doch zuvor bedanken wir uns bei der Funkengarde der Oelsnitzer Karnevalsvereinigung mit unserem Schlachtruf, einem dreifach donnernd OCV! Ja! Oelsnitz! Ja! OCV! Ja! Und unsere 90er Jahre Show wird begleitet von Pro Life! Ja, liebe Freunde, die Urheber dieses unseres heutigen Bildungsauftrags waren in den 90er Jahren schon aus dem Tamagotchi-Alter herausgewachsen, doch gedankenlos ließen sie den Diesel für 92 Pfennig in ihre frisch erworbenen Westautos blubbern. Herr Kapellmeister, einen Einmarsch für unseren Elferrad. Zeitzeugen von Schumachers erstem WM-Titel, Zeitzeugen von Henry Maskes Triumphzug durch die Boxringe dieser Welt. Allerdings auch abgezeichnet vom dreistündigen Schiffsuntergangs-Epos in den Kinos dieser Welt und natürlich auch abgebeutelt vom Karneval. Aber keine Angst, wir haben auch neues und frisches Blut, denn in einer neuen Saison haben wir natürlich auch eine neue Regentschaft. Herr Kapellmeister, einen Einmarsch für unser Prinzenpaar.
Ich habe nun die ehrenvolle Aufgabe, euch unsere Regierung vorzustellen, welche hier in Oelsnitz bis Aschermittwoch das Zepter fest in der Hand halten werden wird, liebe Herren und Herren, verneigt euch ehrfürchtig vor ihrer unendlichen Lieblichkeit, Prinzessin Chrissy! In Oelsnitz seine absolute Tollität, Prinz Tobias! Und einer guten Tradition folgend, für euch im Saal ist das, was jetzt kommt, offensichtlich kein Neuland. Für unser Prinzenpaar ist es das wohl, und diese Tradition gibt es schon länger als seit den 90er Jahren, denn nun wird für euch im Saale unser Prinzenpaar die Kussfreiheit eröffnen. Ihr wisst, was zu tun ist, ihr wisst, was zu tun ist. Einfach so lange knutschen, bis wir bis 10 gezählt haben. Und los geht's! Yeah.
Freunde, an dieser Stelle ist es jetzt wirklich Zeit. Erhebt eure Trinkbehältnisse und stoßt mit uns zusammen an auf diesen hoffentlich wundervollen Abend im Sinne der 90er Jahre. 2, 3, 4, 5! Ich bitte nun das Prinzenpaar auf den Ihnen zustehenden Thron und die Herren Minister, bitte schön hier vorne im närrlichen Kabinett Aufstellung oder Aufstellung zu nehmen und sich hinzusetzen. Und die dort von der Funkgarde, die werden hier.